Hey, hey, Buddy Bros, what's up und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von FIFA 19 auf meinem Kanal. Ja, dies ist die erste Folge, die vorproduziert ist. Das habe ich zwar auch bei der Folge gegen Sportfreunde Lotte gesagt, dass sie vorproduziert ist, das stimmt aber gar nicht, weil ich die eigentlich recht zeitnah aufgenommen habe. Das heißt, diese Folge erscheint am Freitag, dem 2. April. Das heißt, diese Folge ist die erste Folge, die vorproduziert von FIFA 19, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben oder noch nicht wissen oder irgendwie vergessen haben. Ich werde temporär umziehen, weil hier eine Baustelle sein wird in der Woche nach Ostern, weshalb ich nicht sicher bin, ob ich da so aufnehmen kann, wie ich das möchte. Und deshalb produziere ich vor, weil ich mir gedacht habe, das ist auf der ganz sicheren Seite, dass ihr auf jeden Fall über Ostern Videos sehen könnt. Das ist die zweite, ich sag mal zweite vorproduziert, aber eigentlich ist es die erste. Bisschen kompliziert, ich weiß, aber naja. So, letztens haben wir ja das Spiel gegen Lotte verkackt. Wenn man das so sagen darf, 4:1 verloren. Ich habe das Spiel analysiert und habe gesehen, dass das definitiv mein Vergehen war, dass ich das Spiel verloren habe. Also ich habe mir das Video angeschaut, habe mir gedacht, warum habe ich eigentlich so scheiße gespielt? ja, das ist eigentlich klar, dass wir das Spiel verlieren, so wie ich gespielt habe. Naja, gut. Auf jeden Fall sehe ich hier bei den Squad Battles gerade, dass ich das hier Mindestschwierigkeit Profi. Ja, könnte man mal probieren, dass ich das schaffe. Zehn Siege beliebiger FIFA-Modus. 12 Siege. Okay, das könnten wir sogar beides schaffen. Krass. Weil die 10 Siege werden auch hier angerechnet, weil es genau das gleiche ist. Hat nur hier 12, hier sind es 10. Okay, gut. Also für alle, die jetzt die Squad Battles nicht so interessant finden, macht nichts. Habe ich gerade nur gesehen, das ist recht easy für mich. Ich würde sagen, ich schaue kurz nach meinem Team und wir sehen uns dann in-game wieder. Okay, meine Damen und Herren, ich bin wieder da. Ich habe eine kurze Veränderung vorgenommen, kurz mein Team geheilt, sage ich mal. Also geheilt im Sinne von Fitness erhöht. Ja, Groß Asbach ist, also Sonnenhof Groß Asbach ist wieder im Schwierigkeit Profi. Ich bin guten Mutes. Ich habe Hoffnung. Ja, moin. Gib mir mal einen kurzen Cut. So, da bin ich wieder, meine Damen und Herren. Ich musste gerade ganz kurz das Trikot wechseln, weil sonst spielen wir beide in Rot und das will ich nicht. Ja, also wir spielen gegen die SG Sonnenhof Groß Asbach. Mein Kollege hat mir mitgeteilt, also der Alexei hat mir mitgeteilt, dass auch diese Mannschaft inzwischen in die Regionalliga abgestiegen ist. Und zwei weitere, die in meiner Liga sind, irgendwie Unterhaching und Kaiserslautern, glaube ich, spielen gerade um den Abstieg. Also Relegationsspiel scheinbar. Joa, schauen wir einfach mal. Bei mir geht es jetzt um den Klassenerhalt. Hat ja gegen Lotte nicht funktioniert. Ich hoffe, gegen Groß Asbach wird das jetzt anders. Ich hoffe natürlich, dass wir das Spiel gewinnen. Ihr seht auch schon ganz viele neue Namen in der Mannschaft. Ich habe ein wenig an meinem Team herumgedoktert und ich hoffe, das funktioniert jetzt. Ich hoffe, das klappt. Wir spielen wieder es ist 14 Uhr. Das Wetter war boah, es ist bedeckt, könnte man schon sagen. So. Ich hoffe, es klappt. Ich wünsche euch viel Spaß. Drückt mir die Daumen. Ein Sieg und der Klassenerhalt ist sicher. Viel Spaß. 1, 2, 3.
Zuletzt waren sie nicht so gut drauf, ne? Das stimmt, sie haben verloren und müssen zusehen, dass sie heute wieder punkten. Sie haben einen neuen Keeper gebraucht und heute steht der Neuzugang dann auch in der Startelf. Und er hat ja einen richtig guten Ruf, dürfte eine echte Verstärkung sein. Sie haben sich einen neuen Mann für die Defensive geangelt. War vielleicht überfällig, ne, Buschi? Ja, da hatten sie auf jeden Fall Bedarf. Er wird sie stärker, stabiler machen. Das hoffe ich. Vor dem eigenen Tor Beton anrühren, Buschi. Und vorne vielleicht auf die ein oder andere Chance hoffen. Das wird wohl heute Ihre Taktik sein, oder? Es sieht ganz danach aus, Wolf. Und das kennen wir ja auch von Ihnen. Das machen Sie immer wieder sehr effektiv. Und wir gucken, ob es heute wieder klappt. Sag mal, ist es jetzt Standard, dass meine Gegner im 4-5-1 spielen? Oder, oder fällt nur mir das gerade auf? Und jetzt sehen wir hier also die Aufstellung der Gäste heute. Kurz zu Ihrer Formation, Buschi. Ja, wir sehen das 4-3-3. Recht eng zusammen, so die Ausrichtung vorne, die Stürmer. Da kann einiges durch die Mitte gehen. Ich spiele eigentlich nur durch die Mitte. Los geht's. Das war der Anstoß. Spiel läuft. Tolisso. Benafa, Sanson, Niang, Ahmad Njaye Jeju, Ahmad und die Chance. Schwacher Abschluss, überhaupt nicht gefährlich. Der Schuss war viel zu schwach. Er passt auf und holt sich im Mittelfeld den Ball. Jetzt ist die Kugel weg. Dembélé. Tolisso. Sie warten ganz geduldig auf Ihre Chance. Vielleicht müssen Sie das Tempo aber auch nochmal anziehen, um hier zu einer Torchance zu kommen. Knapp abseits, aber das wäre auch nicht wirklich gefährlich geworden. Oh nein, das habe ich gesehen. Das habe ich sogar gesehen, dass es abseits ist. Scheibengleister. Benafa. Ahmad Njaye Jeju. Jetzt vielleicht. Was für eine Aktion. So gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungstat. Ich habe zu spät geschossen. Ah Mann, und dann fange ich schon wieder an, so einen Scheiß zu machen. Und so verliere ich dann das Spiel, ne, am Ende. Ecke kommt. Ja, das sah so gefährlich aus, aber der Ball ist erstmal weg. Tolisso. Und dieser Mann, der scheint sich momentan pudelwohl zu fühlen. Er fordert die Bälle und er bekommt sie auch. Ja, das scheint eine gelungene Konstellation im Moment zu sein, die der Trainer da um ihn herum aufgebaut hat. Könnte die Führung werden. Und er behält die Nerven. Tor! Wichtige Aktion, jetzt liegen sie hier vorne. Jetzt haben sie das Spiel erstmal im Griff. Ich habe den Jubel zu spät ausgeführt. Ja, und da gibt's dann auch nichts zu halten. 1-0, 15. Minute. Aber wie ich gegen Meppen und okay, gegen... Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Aber wie ich ja gegen Meppen und gegen Lotte schon gesagt habe, wir haben noch 75 Minuten zu spielen. Das heißt gar nichts.
Je früher die Tore fallen, desto mehr Chancen hat der Gegner auszugleichen. 3 Punkte würden aber reichen für den Klassenerhalt. Weiter geht's. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Tolisso. Benafa. Niang. Ahmad Njaye Diju. Ahmad Njaye Diju. Ahmad Njaye Diju. Und nun ein Schuss. Das hätte sein zweites Tor heute sein können. Aber er macht ihn nicht. Trotzdem, gutes Spiel bisher. Hätte es nicht sein können. Hätte es nicht sein können. Der Abschluss war scheiße. Ich wollte gar nicht so schießen. Benafa. Tolisso. Dembélé. Fairer Einsatz hier. Ja, ohne große Mühe den Ball abgefangen. Ahmad Njaye Diju. Schießt er ihn rein. Den Schuss hält er. Hätte klappen können. Gute Gelegenheit und das wäre dann sein zweites Tor heute gewesen. Kimbembe. Ahmad Njaye Diju. Wird's jetzt gefährlich? Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Sie suchen das Loch in der Abwehr. Ahmad Njaye Diju. Niang. Dembélé. Toller Pass. Könnte der Ausgleich sein. Und der Ausgleich. Klasse. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass sie hier so gut mithalten. Jetzt ist die ganz große Überraschung möglich. Wow. Tolles Tor. Aus dem Winkel. Tolles Tor. Da hat er ein wenig Glück beim Abschluss, Buschi. Ja, an die Unterkante der Latte ein wenig höher und der springt wieder raus. Ach, das Tor hat jetzt nochmal eine andere Kamera. Keine Chance, keine Chance. Danke an die Regie dafür. Keine Chance für den Torwart. Das war wirklich wow. Puh. Aber das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Ne? Das ist das, was ich gesagt habe. Jetzt ist der Ausgleich da, genau eine Viertelstunde später. Unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Dembélé. Tolisso. Dembélé. Benafa. Kein guter Pass. Weg ist der Ball. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Ahmad Njaye Diju. Jetzt könnte es gefährlich werden. Da ärgern sie sich. Ballverlust. Benafa. Sansong. Ahmad Njaye Diju. Und klasse. Und die Möglichkeit. Er hält den Ball fest. Das war wichtig. Vielversprechender Angriff. Aber dann kommt doch noch einer dazwischen. Timo Röttger. Macht er ihn! Ganz stark abgeblockt. Der Schuss war nicht gut, kein Problem für ihn. Ahmad Njaye Diju. Niang. Könnte gleiche Höhe gewesen sein, aber er gibt abseits. Ahmad Njaye Diju. Philipp Hercher.
Hi, ich bin wieder da. Aus irgendeinem Grund hat sich mein PC verabschiedet. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ja, irgendwie ist auf einmal das Spiel eingefroren. Und dann, ja, ist der ganze PC abgestürzt. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Ich habe jetzt auch ein paar Stunden gebraucht, bis der PC wieder angegangen ist. Also entweder gab es irgendwie ein Problem im Hintergrund, keine Ahnung. Oder es lag daran, dass mein Lüfter überhitzt ist. Das ist auch schon öfter passiert. Allerdings ist noch nie der PC abgestürzt. Es hat halt nur alles, ja, so bei Minecraft-Spielen. Ich teste ja in Minecraft immer gerne die Snapshots, bevor ich mir die Videos anschaue von Spark of Phoenix. Und da ruckelt auf einmal alles und dann habe ich halt den PC ausgemacht und nochmal neu gestartet. Dieses Mal ist das Ding abgestürzt. Ich habe keine Ahnung, ob es am Lüfter lag, weil ich habe auch so eine fette Staubschicht auf dem Lüfter. Also ich muss den irgendwann mal sauber machen, sonst brennt mir da irgendwas durch oder so. Muss völlig aufpassen. Ja, so kurz vor der Halbzeit, 42. Minute. Jetzt ist noch die Frage, was hat mein Computer mit dem Spiel gemacht? Hat er das gespeichert? Das wäre kacke. Weil, naja, unentschieden halt, 1:1. Was hat er mit dem Spiel gemacht? Hat er das Spiel gespeichert? Hat er das zurückgesetzt, sodass ich quasi noch einen Versuch habe? Glücklicherweise hatte ich die Videobeweisaufnahme vor der Aufnahme eingeschaltet, sodass die letzten 20 Minuten gespeichert werden konnten. Davon sehen werdet ihr allerdings nicht alles, weil ich habe ja einiges rausgeschnitten und so. Wenn ich nochmal im Team gucke und auch im Intro schneide ich da auch was raus. Ja, also keine Ahnung, ihr seht vielleicht 13 Minuten oder so von den 20, die gespeichert werden konnten. Da war ich auch froh, dass die Aufnahme nicht zerstört wurde. Ich habe ja einen Kaltstart machen müssen, ging ja nichts mehr. Hatte ich noch nie, ist das erste Mal jetzt und ich gucke schon wieder ins Mikrofon. Mann, ja, ich muss einfach mal gucken. Also was da jetzt passiert ist genau, woran das jetzt lag mit dem Absturz. Ja, und ich werde auf jeden Fall in den nächsten Tagen jetzt nochmal ein Video machen müssen, auch wenn ich eigentlich jetzt für Ostern alles vorproduzieren wollte. Ja. Keine Ahnung. Hatte ich noch nie so eine Situation. Ich bin noch ein bisschen durcheinander jetzt, weil ich auch keine Ahnung, es hat sich ja nicht angekündigt oder so, aber bam, eingefrorenes Bild. Man hat ja noch schön gehört, wie im Hintergrund das Spiel irgendwie weitergelaufen ist und dann ist halt die ganze Kiste einmal in die Knie gegangen. Da gab es auch eine schöne Windows-Error-Meldung, irgendwie your PC ran into a problem oder so ähnlich. Muss mal gucken, ob das jetzt irgendwie ein Hardware-Fehler oder ein Software-Fehler war. Ich hoffe, es war nur ein Software-Fehler, dass das Ganze jetzt mit dem Kaltstart behoben werden konnte. Ansonsten sehe ich da Probleme für die nächsten Folgen, die ich aufnehme. Ja, ich würde jetzt einfach nochmal ein Fazit geben zu den 42 Spielminuten, die wir sehen konnten. Das war ja wunderbar. Also, die beiden Tore, die wir gesehen haben, waren ja Weltklasse. Auch wenn das Spiel diesmal auf Schwieriger Profi gewesen ist. War schön. Mein Treffer sowohl als auch der von SG Groß Aspach. Ja, bis hierhin hat Spaß gemacht. Der Absturz hat weniger Spaß gemacht. Aber ja, was wollen wir machen? Da gibt's nichts. Da gibt's nichts. Da gibt's nichts. Da gibt's nichts. Ja, was soll ich dir groß sagen? Also es ist jetzt 21 Uhr. Also ich habe jetzt wirklich ein paar Stunden rumgemacht. Bevor ich jetzt dieses
quasi diese Erklärung gemacht habe, was eigentlich eben gerade passiert ist, habe ich auch nochmal alles Mögliche durchgeguckt, was da in meinem PC los ist, Einstellungen nachgeschaut, ob ich da vielleicht dran schuld war an dem Absturz. Das kann ja sein, ich habe es ja nicht so mit Technik, wer meine Pokémon-Videos sieht oder wer mein Pokémon Feuerrot-Projekt verfolgt, der weiß, dass es da so die ein oder anderen Schwierigkeiten gibt. Und das Spiel immer noch am Abstürzen ist, wenn ich aufnehme. Deshalb muss ich ja auch da alle paar Minuten ein Safe State machen, dass ich da ja nicht den ganzen Fortschritt verliere, was schon mal passiert ist und ich nochmals zu der einen Stelle hinspielen musste. Aber naja, gut. Also, das war jetzt hier nur so ein kleines Nachhinein-Video im Nachhinein aufgenommen, um euch einfach mal zu erklären, was passiert ist. Tut mir leid. Das, wie gesagt, ich habe auch die andere Videodatei, also das, was ja ne, danach noch hätte kommen können, das habe ich ja alles verloren. Die ganze Datei ist eigentlich, also zerstört ist sie ja nicht. Ihr habt ja die ersten 42 Minuten gesehen und dann, ja, ist das Ding abgestürzt, beziehungsweise der Bildschirm eingefroren. Und dann ist erst das Spiel abgestürzt und dann scheinbar auch der ganze Computer. Ja, wie gesagt, er hat sich jetzt erstmal auch hier, keine Ahnung, für eine Stunde oder so oder für zwei nicht mehr einschalten lassen. Habe ich ja, er hat gedacht, gut, das ist der Lüfter vielleicht. Dann hat sich das Ding wieder einschalten lassen, allerdings ohne mir zu sagen, was passiert ist. Also es gab keinen Error Report, es gab kein Dings, irgendwie keine Erklärung für den Absturz oder so. Also es war alles ganz normal nach dem Absturz. Ich habe auf FIFA gestartet. Ach so, ich bin so gut. Ah, da hätte ich auch gerade gucken können, ob das Spiel resettet wurde. Alles klar. Okay, ich bin gut. Ja. Wie machen wir das? Ja. Ich glaube, ich lade das Video einfach so hoch, wie es ist. Dass ihr zumindest die ersten 42 Minuten sehen könnt. Und das Spiel muss ich dann mal gucken. Wenn es resettet wurde, dann nehme ich das Ganze nochmal auf. Und wenn ja, und wenn das Ganze gespeichert worden ist, dann ist das halt so. Dann haben wir das Spiel 1 zu 1. Dann haben wir immerhin den einen Punkt ergattert. Aber gut, was soll man machen? Ja, das war jetzt so ja, kurze Erklärung zu dem, was gerade eben passiert ist. Und für alle, die bis jetzt dran geblieben sind, die möchte ich also auffordern, doch einfach mal einen Blick in den Kalender zu werfen, um festzustellen, dass ja, dass ich euch so ein bisschen auf die Schippe genommen habe. Ja, ist natürlich kompletter Quatsch. Das Spiel ist nicht abgestürzt. Der PC ist nicht abgestürzt. War alles super. Ich wollte einfach nur so ein bisschen, ja, euch auf den Roller nehmen, wie man das so schön sagt. Also für alle, die bis jetzt dran geblieben sind, die werden jetzt wissen, dass ich euch verarscht habe und ganz regulär das Video dann am Freitag, also morgen am Karfreitag online kommen wird um 19 Uhr. Beziehungsweise ich werde es wahrscheinlich schon vorher hochladen. Ich werde es wahrscheinlich schon für 13 Uhr hochladen. Einfach nur, ja, morgen ist Feiertag. Ich wollte eigentlich, ich habe es ja auf WhatsApp schon so angekündigt, ja, wegen dem Feiertag kommt kein Video online. War natürlich Quatsch. War natürlich Blödsinn. Das Video kommt ganz normal am Karfreitag an. Das habe ich ja am Anfang des Spiels ja gesagt. Das Video kommt am Karfreitag online. Ja, habe ich halt so ein bisschen auf die Schippe genommen. Ich hoffe, das Ganze ging in Ordnung. Und für diejenigen, die jetzt quasi nach der Meldung Spielabsturz, PC-Absturz abgeschaltet haben und direkt im PC, direkt im Internet angefangen haben zu suchen, woran das hätte liegen können. Ja, die Leute werden jetzt nicht wissen, dass sie verarscht wurden. selber schuld, wenn man die Videos nicht zu Ende schaut, dann, ne, findet man sowas ja nicht gleich heraus. Also, wie gesagt, alles gut, PC ist alles in Ordnung. Das Ganze war nur ein Prank, ein April-Scherz, wie man das so schön sagt.
Und mit diesen Worten möchte ich mich auch jetzt von euch verabschieden. Ich wünsche euch einen angenehmen 1. April heute, einen schönen Tag. Ja, morgen einen tollen Karfreitag, Feiertag und wunderschöne Ostertage wünsche ich euch. Und wir sehen uns dann, ja, im nächsten Spiel wieder gegen den 1. FC Kaiserslautern. Das Spiel ist ja wieder auf Weltklasse. Ich hoffe, dass wir das gewinnen werden. Wenn ja, dann könnte das mit dem Aufstieg sogar noch funktionieren. In diesem Sinne wünsche ich euch wunderschöne Feiertage, schöne Ostern, ja, schöne Tage mit euren Families, mit euren Freunden oder was auch immer ihr macht. Auf jeden Fall wichtig ist, bleiben Sie sportlich und bis zum nächsten Mal.